Hallo Welt, hier ist almostmagicblocks.de. Willkommen in Early Access zu Duskmourne. Wir sind eingeladen von Wizards of the Coast, deswegen Hashtag Werbung. Vielen Dank für die Einladung. Wir können ein bisschen was ausprobieren. Ich habe schon den Sealed hochgeladen. Jetzt probieren wir mal ein Constructed Deck aus. Und zwar Schwarz-Weiß Reanimator. Die Liste habe ich vom, nicht bei Packs, sondern bei Decks, vom Yo-Mans. Der hängt auf Twitter rum und postet zu jeder Edition immer 50 Deck-Ideen, sage ich es mal, oder angepasste Decks. In dem Fall eine schwarz-weiße Reanimator-Liste. Wir haben ja ein neues an Burial Rites bekommen mit Rite of the Moth. Wir haben immer noch Atraxa als bestes Target zum Reanimieren. Wir haben die neuen Overlords, die gute Targets sind. Wir haben die Splitskin Doll, die ein neues 2-Mana-Discard-Outlet ist. Ja, und das ist jetzt einfach mal so eine ausprobierte Liste. Best of One, kein Sideboard, nicht zu Ende gebrained. Einfach mal so eine Shell, die man ausprobieren kann. Und genau das machen wir jetzt. Wir spielen einfach Reanimator. Wir können, glaube ich, relativ zuverlässig Turn 4 das spielen, weil wir einige Karten sehen. So, schauen wir mal, ob wir ein Gegenüber finden. Ist eine Standard-Deckliste, falls ich das vergessen habe zu erwähnen. Wir probieren da mal so 2-3 Games aus. Saffron, oh! Probably better known as Saffron Olive. Die Hand macht nichts, ne? Die discardet nicht so recht. Wir wollen sowas hier nicht hardcasten. Ich glaube, wir mullingen das mal. Das sieht schon besser aus. Wir haben einen Discard, wir haben Dinge zum Discarden. Ja. Keep. Keep. Wir wollen nicht haben, das geht lost wahrscheinlich, das zweite Removal. Concealed Courtyard, go. Dann Splitskin Doll, Discard, Overlord. Saffron wirft uns vermutlich die obszönen Dinge hier ins Gesicht. Schauen wir mal. Wir machen das hier. Ziehen ein Land, was relativ gut ist. Discarden mal das. Ich denke, jetzt ist ihm klar, was passiert. Wahrscheinlich schon bei den reinen schwarz-weißen Ländern. Das ist UW. Okay. Jetzt ist es Is It. Gibt es irgendeine wilde Kombo, glaube ich, oder? Wir gehen mal angreifen, weil why not? Herz allerliebst. Dann machen wir erstmal Surveillerino. Cutdown brauchen wir wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal, ob wir noch ein viertes Land hitten. Getappt ist. Schade. Wir haben auch keine rote Quelle gerade. Sind wir eigentlich schon tot? Saffron. Also wie gesagt, das ist, denke ich, relativ klar. Ich befürchte, das rennt in den Counterspell. Mal gucken. Aber wir haben ja auch eine Clock, ne? Wir hauen mit 4 Power immer rein. Yes. Rooms. Aha. 8 Räume, you win the game. Ich befürchte, da wird gecheatet. Es ist leider unpraktisch, dass wir das vierte Land nicht untappt hätten, sonst hätten wir jetzt einen Overlord auf dem Board gehabt, der wahrscheinlich in den Sweeper gerannt wäre. Er spielt vermutlich die ganzen Cheap Rooms. Schauen wir mal. Es gibt einen Raum, der alles mit Power 3 oder weniger kaputt macht. Damit könnte ich jetzt gerade leben. Das ist quasi ein zusätzlicher Ride. Acht Räume ist schon ein bisschen was, ne? 8 verschiedene Räume. Okay.
Spielt das Deck ein Spellpierce, ist die Frage. Ist Spellpierce überhaupt im Standard? Ist die nächste Frage. Wir werden es rausfinden. Ich würde gerne den Overlord zurückholen. Da war eine Atraxa drin. Eigentlich will ich nichts zurückhaben, ne? Don't know. Keine Ahnung, ob ich den überhaupt will. Hat einen Finality-Counter drauf, also ein bisschen Nachteil hat es schon. Ich meine, wir haben Besiege, um es direkt casten zu können, wenn wir den Matt opfern. Schauen wir mal. Ist eine Two-Turn-Clock stand jetzt? Wir können den jetzt auch. Können wir? Nein, wir können nicht den reanimieren, weil wir keinen Swamp oder Mountain haben. Ah, doch hier. Puh. Mana teilweise ambitioniert. Okay, das unlockt was. Dann sind wir jetzt bei drei Räumen. Ich bin ehrlich, Atraxa wollte ich nicht ziehen. Immer wenn er angreift, ne? Wir machen erstmal den kaputt. Unearthen den. Discarden Atraxa. Haben Fabled Passage. Ja, wir wollen einfach nichts auf der Hand haben. Der Matt. Ich mach mal das hier, der Einfachheit halber. Haben wir noch eine Quelle überhaupt im Deck? Wir haben. So, schauen wir mal. Wir haben Liefel auf dem Board. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist der gleiche Raum nochmal. Das will man nicht. Wahrscheinlich. Die Wincon ist natürlich sehr anfällig gegen Enchantment Removal, weil es dann einfach zwei Räume auf einmal zerlegt. Gaint das irgendwo live? Nö. Tapfische vermutlich? Nö. Keine getappten Fische. Yes. 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 Er ist nicht mehr weit hin, ne? 2, 3, 4. Wahrscheinlich sind wir tot nächste Runde. Weil wir auch kein Enchantment Removal haben. Das ist teuer. Wir können Atraxa zurückholen. Wir können damit angreifen. So, ich gehe davon aus, wir sind jetzt hier einfach tot an der Stelle.
Ich habe auch kein Out, um das loszuwerden, ansonsten. Wenn ich das gewusst hätte. Das setzt ihn sehr weit zurück. Schauen wir mal, ob das reicht. Ich glaube, wenn ich das nicht zerstöre, bin ich einfach tot. Auf 1. Okay. Atraxa ist ja nie ein schlechtes Target, würde ich sagen, oder? Wir wollen ein Land. Wir wollen einen Instant natürlich. Welche Kreatur wollen wir denn auf der Hand? Gar keine, ne? Eigentlich wollen wir gar keine davon auf der Hand. Wir können aber discarden. Ein Artefakt können wir auch noch nehmen. Schauen wir mal. Atraxa muss sterben, würde ich sagen. Naja, okay. Wir können auch eine Weile Chump loggen. Wird ja tatsächlich hier ein enges Spiel gegen Saffron? Yes. Room Control. Ich verstehe. Power 3 or greater. Ja, so sei es. Oh, mit dem auf dem Stack hätte ich den kaputt machen müssen, ne? Ja, das war falsch von mir. My bad. Drei, sechs, acht. Das heißt, wir können den Impending Overlord hier holen, der Flieger mitbringt, die beide gekillt werden müssen, was nicht ganz so einfach ist. Momentan hat er nicht den Raum, der ihn gewinnen lässt, glaube ich. Aber er zieht halt viele Karten. Der baut 2-1-1 Insekten, die letal sind und nicht an diesem Rafter sterben. Wie viele Räume hat er denn? 1, 2, 3, 4. Das heißt, wenn er den anderen nochmal gezogen hat, dann hat er gewonnen. Dann hat er 6. Ich weiß nicht genau, wann es triggert. Da ist er wieder. Das ist auch eine magische Karte, dieser Ghostly Dancer.
Bounce einen Flieger. Okay. Oder den Overlord. Ja, ich verstehe, worauf er hinaus will. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen können, aber wir werden mal schauen. Wir haben auch keine Reanimation mehr. Ne? Wir können Atraxa nicht hardcasten. Ah, schade. Ich habe, glaube ich, keine Möglichkeit, den letzten Schaden durchzudrücken. Kann ich irgendwie einen Schaden machen? Können wir einen Schaden machen? Schade eigentlich. Leider nicht gut genug. Schade, schade, schade. War knapp. Aber es ist wie gesagt nur so eine Idee. Wir probieren es gleich nochmal aus. Wir lassen es dann nicht bei einem Spiel. Tschüss. Ich behaupte, Zephron hätte uns tot gehabt. Nice Guy lässt den Schaden durch oder verklickt sich. So be it. Wir spielen noch eine Partie damit. So, schauen wir mal. Es gibt übrigens auch schon ein Sealed von uns auf YouTube, also schaut gerne auch da rein und denkt dran, Kommentare und Abos sind das Futter des YouTube-Algorithmus und der YouTuber-Creators. Also gerne da lassen. Freut uns, unterstützt uns. Es gibt auch bald wieder Legacy, das Monthly aus dem zum Waschbären in Ulm. Auch das werden wir wieder live übertragen. Wird eine Menge Content geben. Im normalen Hobbyrahmen, fairerweise. Der Freakle ist inzwischen Magic Online Creator. Auch da könnt ihr hier mit mehr Content rechnen. Es geht rund. Dann schauen wir mal, ob wir noch jemanden finden. Vielleicht nicht nochmal in Zephron reinrennen. Die Amerikaner sind gerade am Aufwachen. Werden vermutlich auch viele erstmal in Limited spielen. Mogwai. Das ist nicht Zephron. So, you go first. Wir haben alles, was wir brauchen. Keep. Außer Länder vielleicht, aber die treiben auf. Wir schicken mal ein Hallo raus, ja? Ich glaube, wir brauchen relativ viel Schwarz. Okay. Das ist ein bisschen schlecht, weil die dann alle getappt kommen. Golgari.
Broodspinner Surveil 2, das ist auch ein Graveyard Shenanigans, ne? Also der Friedhof ist wieder eine Ressource. Ich meine, wir können den als 3-3er spielen, ne? Ist auch eine Karte. Wir haben nächste Runde Reanimation. Easy. Ein Attack haben wir allerdings nicht. Auch wenn ich den vielleicht im Friedhof will. Yes. Glissa. Glissa ist ein Problem. Aber für Glissa haben wir zum Glück eine Antwort. Ich meine, ich könnte Glissa erst kaputt machen und dann reanimaten, aber ich. Wir sind hier zum Reanimaten. Wir bolzen raus. Zieht ja auch einen Stapel Karten. Wir wollen nochmal ein Reanimation. Wir wollen ein ungetapptes Land. Wir wollen Go for the Throat. Natraxa, wir haben kein Discard Outlet. Nee, wir greifen ihn nicht an, ne? Und wir discarden mal. Was discarden wir denn? Hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Eins der Removal, ne? Ja, auch ein schlechtes Zeichen, wenn wir hier Removal discarden. Also, Atraxa muss sterben. Ich denke, da muss man ja nicht lange diskutieren drüber. Wir haben noch eine Atraxa, um sie wieder zu holen. Also eine neue zu holen, weil die hat einen Finality-Counter. Glissa kann lustigerweise den Finality-Counter runternehmen. Just saying. Wird sie nicht, aber könnte sie. Fight? Ich block nicht, ne? Oh, ich könnte blocken, ne? Jo, why not? Karten müssen wir ja nicht verschenken, ne? Ich meine, gegen Liliana Edict sind wir immer noch abgesichert mit dem Gorger. Dann connecten wir einmal mit der Atraxa und dann gucken wir mal weiter. Wie wäre es mit den Höhlen? Ich greife hier natürlich an, ne? Was soll schief gehen? Sure. Dann würde ich doch vorschlagen, wir packen mal eine neue Atraxa an Friedhof. Ah ja. Easy. Haben einen Blocker, haben Removal, haben dies, das, jenes. Golgari Stuff. Ich block schon wieder. Völlig überraschend. Ich lasse den Glissa nicht connecten. Das ist momentan die einzige Card Advantage Engine, die Mogwai hat. Liliana, you say? Sure. Das ist ein bisschen ein Problem, aber wir haben hier eine Antwort. Yes. Liliana dead.
This boy dead. Land. Noch ein Atraxa. Ich meine, wir könnten auch den machen. Ja, wir holen uns erstmal wieder neue Karten, würde ich vorschlagen, ne? Ja, nochmal ein Land, ein Tutor ist sicher gut. Der Flieger-Overlord bringt Bodies, das ist ganz gut gegen Liliana. Und so eine Splitskindolle schadet ja auch nicht. Yes. Ist jetzt vielleicht zu ambitioniert. Vielleicht muss ich die Glisser da einfach handeln. Schauen wir mal. Ja, offensichtlich tot. Ja. Wir haben noch 2 Tage zum Reanimieren im Friedhof. Ich würde gern blocken. Beamer Guest, der Tutor geht wohl weg, ha? Huh? Das ist halt das Schöne an den Flashback-Spells. Die sind da im Friedhof halbwegs protected, solange kein Friedhofs-Hate-Main-Deck gespielt wird. Der baut Flieger. Das war ein ganz guter Miss, fairerweise. Das heißt, wir können das mal. Wir stellen den da erstmal ab. Just making sure. Ich glaube, ich stelle auch erstmal Glissa ab. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Glissa. Nachdem ich jetzt weiß, dass keine Handkarten mehr da sind. Cool. Ich meine, wir könnten einen einfach mal hinlegen, ne? Der kommt ja wieder. Was könnten wir uns denn zurückholen? Ja, nicht wirklich viel, ne? Non-Avatar-Creature Planeswalker. Wir könnten uns den Kollegen zurückholen und casten. 2, 4, 6, 7. Das klingt doch gar nicht mal so abwegig. Wir discarden mal so ein Land hier. Klar, hier kann jetzt nochmal dies, das, jenes gemacht werden. Aber unser Friedhof ist noch ganz gut gefüllt, finde ich. Gibt es da noch einen Splash? Nein, es ist Golgari pur. Yes. Ich glaube, den. Liliana, you say. Okay. Dann muss ich mir wohl ein bisschen was übrig behalten, huh? Okay. Na gut, ich kriege jetzt noch einige Bodies aufs Board. Ich glaube, es wird einfach zu schwierig. Das stimmt schon. Ja, GG. Deck macht Dinge. Deck holt immer wieder. Ist ein Grind. Könnt ihr mal sagen unter dem Video in den Kommentaren, wie ihr die Idee findet. Danke für die Deckliste, Yeomans. Und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dann. Ciao.